Hey und herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja komm, ich mach's Rumble an, weil warum nicht? Wir werden heute Ocarina of Time, oder besser gesagt, herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das wahrscheinlich beste The Legend of Zelda. Und sehr, sehr viele behaupten, dass The Legend of Zelda Ocarina of Time das beste und das wirklich beste The Legend of Zelda Spiel seit, ja, oder das, oder besser gesagt, dass The Legend of Zelda Ocarina of Time das beste Spiel oder das beste Legend of Zelda Spiel aller Zeiten ist, sei es Majora's Mask oder Link Between Worlds oder was auch immer für The Legend of Zelda Titel es hier noch gibt. Es ist ein Klassiker, sagen wir es mal so. Wir spielen ein absolut legendäres Spiel und ich muss sagen, es ist eines meiner Lieblingsspiele tatsächlich. Alter, ich liebe die Story, ich liebe einfach alles hier. Ich liebe die Charaktere. Na gut. Oh, da haben wir noch einen kleinen Trailer. Dann gucken wir den uns mal an. So, dann kann ich erstmal ganz kurz gucken, weil ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, wann Ocarina of Time erschienen ist. Hätte ich vielleicht machen sollen. Und zwar ist The Legend of Zelda Ocarina of Time auf mehrere Plattformen erschienen. Ich meine jetzt nicht eShop oder so, sondern also bei der ersten Veröffentlichung 21. November 1998, wahrscheinlich in Japan. Dann bei uns in Europa 11. Dezember 1998 ein wirklich packendes Spiel, gerade zu Weihnachten. Dann GameCube. Ja, GameCube, ihr habt richtig gehört. Am 14. November 2003 und für den Nintendo 3DS am Anfang des Release. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau jetzt den Release-Tag, aber ich glaube 3DS war so 2011, 2012 erschienen. Und ich würde mal sagen, wir legen uns eine neue Datei an und die nenne ich wie immer Dommy. Paper Mario 2 wird natürlich wieder fortgeführt. Ich habe in letzter Zeit einfach keine Lust gehabt oder keine Motivation, ein Video hochzuladen. Ich hoffe, man hört auch im Hintergrund das Spiel. Wenn nicht, dann hau ich dich kaputt, Elgato, Gamecatcher Card. Und dann zur Story. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens.
Das Schicksal hat jedoch einen Auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Ist das etwa Zelda? Nein. Jetzt kommt diese epische Filmsequenz. Wer ist das? Und hier ist ein Typ, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Seit The Legend of Zelda. Twilight Princess. HD. Erinnert ihr euch noch? Navi, Navi, wo bist du? Erscheine. Hier bin ich. Navi, hol Fee. Höre die Worte des Dekobaumes. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi, geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist nun fast vorüber. Wir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Pokéball, flieg! Flieg! Okay. Falscher Film. Das Schicksal des Dorfes Gardas der ganzen Welt liegt in den Händen dieses Jungen. Und schon fliegt diese Fee weg Richtung Kokiri-Dorf. Aber sie muss uns erstmal finden. Hi. Tiabu. Ist der Junge ohne Fee? Vielleicht hier oder da? Keine Ahnung. Ah, da hinten vielleicht. Doing! Voll in your face, bitch! Und rein da. Und der Held pennt erstmal eine Runde. So wie immer. Hallo Domi, wach auf. Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Domi, wach auf. Jetzt steh schon endlich auf, du hässlicher alter Trottel, du. Das sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlaffe zerlegen. Alter Schwede. Ja, ich bin schon wach, ich bin schon wach. Ich glaube, ich habe ein bisschen übersteuert. Kann das sein? Warte, ich mach mal ein bisschen leiser. Oh, jetzt müsste es ein bisschen angenehmer sein. Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich zu kennenzulernen. Ach, fick dich. Dekobaum, kannst du mir nicht etwas anderes geben? Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Ja. So, dann gucken wir uns mal links Haus mal ein bisschen an. Also ich schätze mal, dass das ein Spiegel sein sollte. Wir haben einen Eimer und einen Kübel. Das ist hier. Ich glaube, im 3DS konnte man hier die Bosse wieder bekämpfen. Oh, da ist sogar ein bisschen Obst. Oder was es darstellen sollen. Ah, das sind Heugabeln und ein paar Eimer. Und da geht's raus. Und da hinten rechts war, links waren auch ein paar Werkzeuge. Der Kokiri-Wald. Da beginnt unsere Reise. Und hier kommt auch schon. Guten Morgen, Domi. Hi. Genau. Das wollte ich machen. Erstmal episch runterjumpen. Yeah, so macht man das. So, ich habe dieses Spiel eine halbe Ewigkeit nicht mehr gespielt, also muss ich mich erstmal wieder an der Steuerung gewöhnen. Hey, eine Fee.
Endlich hast du auch eine Fee, Domi. Wow, das ist so cool. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Domi. Ist es wirklich wahr? Der Dekobomb möchte, dass du zu ihm kommst. Es ist eine große Ehre, vor den Dekobomb treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun. Der Dekobomb hat dich gerufen. Ja, ich gehe ja schon. Okay, wie das Ganze ablaufen wird, wir werden dieses Spiel zu 100% durchspielen. Das heißt, wir werden alle Rätsel lösen, jeden Dungeon zu 100% lösen, alle Schatztruhen finden, alle Quests. Falls ich irgendwas vergessen sollte, könnt ihr mir ja ganz gerne in den Kommentaren schreiben. Und ja. Genau, wir sollten uns als erstes ein bisschen Monetas holen, weil wir müssen uns ein Schild irgendwo kaufen. Das weiß ich ja noch. Aber ich weiß jetzt nicht den Preis. So, die Kamera. Okay, mit dem Steuerkreuz kann ich die Karte ein- und ausblenden. Aber ich glaube, ich dachte, ich könnte mit dem C-Stick die Kameraperspektive wechseln. Was willst du? Genau, warum Navi die nervigste Begleiterin ist, ist, dass man immer dieses Hey, hey, listen, listen, hey, listen, hey, listen, hey, listen, listen, hey, listen, hey hört. Und das geht schon ziemlich auf die Eier irgendwann. Und hier gibt's auch irgendwo ein Herz. Fuck. Genau das, was ich nicht haben wollte, aber ist mir jetzt völlig scheißegal, denn wir werden alle Truhen öffnen. Also diese vier Truhen zählen übrigens auch zu den 100%. Uns überall umsehen. Also so gut wie es geht natürlich. Und ja. Okay, da kann ich nicht hoch. Hier wird wahrscheinlich ein bisschen Geld sein. Nee, natürlich nicht. Warum sollte ich auch Geld bekommen? Ich glaube, hier drin gab es noch irgendwas zu holen. Ach so, nee, das sind die drei Vollidioten. Ihr könnt mir gerne schreiben, falls ich eine Quest übersehe. Okay. Der erklärt mir halt tutorialmäßig, was ich alles tun kann, was nicht. Und ich glaube, wir sollten uns am besten mal ein Schwert holen. Und am besten gehen wir jetzt erstmal hier rein. Genau daran kann ich mich ja noch erinnern. Es wird teilweise blind sein, aber ja gut. Ich schätze mal, ab dem zweiten Dungeon wird's blind. Also den ersten Dungeon kenne ich ja noch relativ gut. Fuck, das war relativ leichtsinnig von mir. Ich glaube, hier gab es da irgendwas. Ja. 5 Rubine. Die nehme ich gerne an. Und hier hinten haben wir eine große Schatztruhe. Mit dem folgenden Inhalt. Das Kokiri-Schwert. Wähle es mit A im Ausrüstungsmenü aus. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Okay, genau, hier haben wir das Menü. Da haben wir verschiedene Gegenstände aufgelistet. Okay, hätten wir. Da ist die Karte. Natürlich haben wir jetzt noch nicht so viele Gebiete. Status, da können wir einsehen, wie viele Herzteile, was für Lieder wir erlernt haben. Ja, wir erlernen Lieder. Falls das jemand von euch fragt. Und ja, gut. Und die Ausrüstung. Die dürfen wir auch nicht verfehlen. Gibt es auch verschiedene Kleidungsgegenstände und verschiedene Waffen und Schilder. Ja, ich glaube, das ist gut. Wenn ich auf B drücke, speichere ich halt. Aber das will ich noch nicht. Und schon haben wir ein Schwert. Und das haben wir ja, unendlich lange, bis dass wir ein neues Schwert bekommen.
Ach ja, das Kokiri-Schwert. Manche mögen es, manche verfluchen es. Ich bin derjenige, der es verflucht. Weil es echt schwach ist. Aber scheiß drauf. Denn wir gehen erstmal wieder raus aus diesem Tunnel. Und schon beginnen wir mal ein bisschen mit dem Rasenmähen. Weil damit könnten wir auch ein bisschen Kohle verdienen. Und wir brauchen Geld. Beziehungsweise Link braucht Geld, damit er sich im Shop ein Schild kaufen kann. Das ist der... Oha. Das ist auch der Grund, warum ich hier den Rasen mähe. Aber kann ich nicht irgendwie zu den Optionen oder so... Ah, ich glaube, das ging im Hauptmenü, weil hier ist es so eingestellt, dass ich halt nicht L drücke, also anvisieren, also nur anvisieren drücke und der Link den Gegner die ganze Zeit anvisiert. Das mag ich nicht wirklich so. Ich bin so der, ich halte lieber L gedrückt, wenn ich so ehrlich sein soll. Oder wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, wir werden das schon irgendwie geschaukelt bekommen. Hi. So. Okay, ich glaube, die geben mir so oder so nichts. Also lasse ich es erstmal. Hi, Dummy, schau zu mir rauf. Mit L schaust du mich an und mit A kannst du mit mir reden. Hi. Gut gemacht, dies war mit Hilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass auch du endlich eine anständige Begleiterin hast. Ich werde dich lehren, ihre Kräfte richtig zu nutzen. Leg deine Fee zu einem Objekt oder einer Person, drücke L, um dorthin zu schauen. Drückst du L und dann A, kannst du mit weiter entfernten Personen sprechen. Wenn du kein Ziel erfasst, kannst du L nutzen, um geradeaus zu schauen. Versuch es. Ja, ich kenne mich ja schon aus. Der Steuerung. Willkommen. Ja, das ist ein Itemladen. Und da kannst du Items kaufen. Das solltest du schon wissen. Ja, ja, ich weiß schon. Und für 40 Rubine gibt es diesen Deko-Schild. Den brauchen wir auch. Ja, wir müssen den Deko-Schild kaufen. Was hast denn du sonst noch so, was ich mir eventuell leisten könnte? Nichts, ne? Oh Gott, ich bin ja scheiße pleite. Ich habe nur noch 6 Rubine. Nein! Erstmal ins Pfandhaus ein paar Pfandflaschen verkaufen. Lol. Genau, hier gibt's auch diese Kohle. Ah, verkackt. Okay, ich könnte jetzt zwar jetzt zurück in den Itemladen gehen, aber ich glaube, wir wollen alle zum Deko-Baum. Schätze ich mal. Ah. Apropos Deko-Baum. Ich glaube, 20 Minuten ist eine angenehme Länge für euch. Bevor du zum Deko-Baum darfst, musst du dich zunächst mit einem Schwert und einem Schild ausrüsten. Ey, was ist das? Du besitzt ein Deko-Schild? Und auf deinem Rücken ist ein Schwert. Hey, das ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Heiliger Deku! Wie dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Wie nur kann es sein, dass es erst Sali und nun auch der Deko-Baum so viel Vertrauen zu dir haben. Okay, du Spaten. Bald wird Karma dich zerstören. Oh. Der Deko-Stab. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf C-Stick links, C-Stick runter oder C-Stick rechts platzieren. Wir können maximal 10 Deko-Sticks tragen. Und hier ist er. Der große Baum. Deko-Baum, ich bin zurückgekehrt. Oh nein, verdammt, shit. Nein! Oh, Navi, du hast deinen Auftrag also erfüllt. Ich bin nicht wirklich stolz auf dich, weißt du? Sei willkommen, Dummy.
Höre nun die Worte, die ich, der Dekobaum, zu dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren, Domi. Nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, deinen Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollten mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Ja. So sei es. Tritt ein, tapferer Domi. Und auch du, Navi. Navi, hol die Fee. Unterstütze Domi. Du, Domi, höre mit C hoch Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Ach, nee. Ich schaff das ohne Navi. Die kannst du gleich behalten. Und ich würde mal sagen, das ist ein guter Cliffhanger. Wir beenden jetzt mal hier den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Hoch da. Wenn nein, Daumen runter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dann und ciao.